Was erreicht man in 24 Tagen FIFA 23 ohne FIFA Points Tag 11? Willkommen zurück. Ich hole euch jetzt erstmal ab, was wir heute so vorhaben. Ich habe erstmal wieder natürlich ein paar Swaps erspielt. Das mache ich immer so ein bisschen nebenbei. Wir haben wieder zwei neue Tokens erspielt. Und weil ich mittlerweile, ich glaube, 25 Stück habe, werden wir uns heute das erste Mal mit diesen Swaps belohnen und dieses kleine Pack aufmachen. Ich habe es jetzt lange rausgezögert, weil ich das aktuelle Event nicht so geil finde. Und zwar ist das World Cup Stories, wenn ihr das Video seht. Mittlerweile müsste schon das neue Event raus sein. Ab Donnerstag werden die Folgen auch deutlich aktueller rauskommen, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir werden jedenfalls heute das 20x82 Plus zu World Cup Story ziehen. Zu dem neuen Event werde ich dann mindestens ein bis zwei 20x84 Plus Packs ziehen, weil ich das ziemlich cool finde, das Event mit diesen U24 Spielern. Und dann haben wir natürlich noch ein paar übrig. Und jetzt bekommen wir hier erstmal ein Mega Pack. Ansonsten will ich heute die Weekend League Qualifikation wieder spielen und da natürlich versuchen, so viele Siege wie möglich zu holen. Falls um 19 Uhr heute an dem Tag, wo ich das aufnehme, noch was rauskommt, dann werde ich das natürlich auch noch mitnehmen. Jetzt gibt es hier aber erstmal ein kleines, kurzes Pack-Opening mit den World Cup-Karten, die meistens sowieso absoluter Müll sind. Im ersten Pack war schon mal nix. Im zweiten Gruppe C-Pack Mexiko, Polen, Argentinien. Ja, Messi würde ich mitnehmen für die Bank. Okay, es wird Wojciech Szczęsny. Bester Mann, bester Mann. Habe ich allerdings schon. Und dann gehen wir jetzt hier zum Abschluss noch rein ins 35k-Pack. 82 plus garantiert im Pack. Da kann mal was rauskommen. Und wir ziehen einen Walkout. Let's go. Argentinien. Stürmer? Lautaro Martinez. Immerhin 86er. Martinez nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Gutes Futter für unseren Verein. Dahinter haben wir absolut gar nichts, aber wir haben einen Lautaro gezogen. Damit bin ich sehr zufrieden. Dann bekommen wir noch ein Goldpack und das Zeug stoße ich ab. Und im Goldpack war jetzt nichts sonderlich Gutes drin, aber das kann ich wenigstens verkaufen und mache damit nochmal ein paar Münzen. So, da ist das Ding. 82 plus mal 20. Da kann man mal drin lacken. Da kann man mal drin lacken. Die 20x84 plus Packs werden wir uns dann, wie gesagt, für die besseren Events aufheben. Im Laufe des Adventskalenders werden noch mindestens zwei rauskommen. Also das aktuelle plus das nächste. Und dazu will ich dann auf jeden Fall noch Packs öffnen, damit man immer noch so ein bisschen die Chance hat, ein paar coole Eventkarten zu ziehen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir aus dem heutigen Pack wahrscheinlich nichts Krasses ziehen werden, aber so ein bisschen Futter wäre ganz cool. Und das nehmen wir uns jetzt mit für drei Tokens, 82 plus mal 20. Und lasst mich kurz schauen, wie viele Tokens wir jetzt noch übrig haben. Ich glaube, wir haben jetzt noch 23 Tokens übrig, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben 10, 20, 21, 22. Okay, 22 Stück. Damit lässt sich dann auf jeden Fall bald was machen. Aber heute geht es jetzt erstmal um das 20x82 Plus Pack. Und das werden wir natürlich mit einem Stat Reveal öffnen. Ich ziehe das Pack und Lücke und Duck springen uns Glück. So, jetzt wird's ernst. Das erste Swap Pack auf unserem Account. Von rechts nach links gehen wir jetzt die Dinger hier durch. Wir haben 10 Duplikate gezogen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 1, 2, 3, 4... Okay, wir müssen jetzt auch nicht mitzählen. Okay, immerhin haben wir nur 83er als Duplikate, aber da kommen noch ein paar. So, dann sind wir jetzt hier auf der nächsten Seite. Wir haben einen 84er und einen 86er Thiago Silva als Duplikat. Ich muss wahrscheinlich heute eine SBC abschließen. Oh, jemine. Egal, wir gehen rein. Jetzt 10 weitere Spieler, die wir noch nicht haben. 1, 2, 3, 4. Okay, bitte Rating nach oben. 5, 6... Oh Gott, das sieht nicht gut aus. 7, Alter, nee, oder? 8, 9, oh nein. 10. Boah, weiß ich nicht. Zwei Walkouts nur und auch wirklich nicht so high-rated Karten, so 84er, 85er. Schwieriges Pack. Schwieriges Pack, bin ich ganz ehrlich. Aber naja. Wir haben wieder zwei Walkouts bekommen. Ich lasse die Karten jetzt hier erstmal so liegen. Und um 19 Uhr, falls was kommt, werden wir die Dinger dann natürlich direkt in der SBC hauen. Jetzt spielen wir erstmal die Weekend League Quali und die Packs werde ich dann auch um 19 Uhr ziehen, nachdem wir die Duplikate versorgt haben. Und heute versuchen wir natürlich wieder so weit wie möglich zu kommen. Also am besten 10 Siege im besten Fall. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Wir spielen wieder mit unserem Team von letzter Woche. Aber jetzt muss ich mir erstmal noch einen neuen Innenverteidiger holen. Und da
schnappe ich mir Eder Militao für 23.000 Münzen und statt Yashin stelle ich erstmal wieder Areola in den Kasten, damit das Team auch auf Full Cam kommt. So, Eder Militao bekommt natürlich noch einen Chemistry Style und zwar einen Anker und unser neues Team, das werden wir morgen bauen, weil ich will heute noch den 19 Uhr Content abwarten, falls wir irgendwas abschließen, was dann ins Team kommen könnte. Deswegen will ich das Team dann erst morgen bauen. Deswegen zocken wir jetzt nochmal damit eine Runde, aber das Team hat sich bereits bewiesen. Damit kann man zocken und wir gehen jetzt rein in die Weekend League Quali. Let's go! So, wir gehen rein ins erste Spiel. Ich muss gleich nach dem Spiel unbedingt Crossplay deaktivieren, denn ihr habt mir alle geschrieben, das war ein Hacker, gegen den ich vor kurzem gespielt habe. Diese CPU, das sind Spieler auf dem PC und die lassen dann da so ein Programm durchlaufen und dadurch spielt der Gegner dann auf der heftigsten Stufe, die es überhaupt gibt und ja, dementsprechend habe ich die Spieler immer verloren. Deswegen werde ich Crossplay gleich ausschalten, damit wir nicht mehr gegen PC-Spieler kommen können. Ja, sehr schön. Usman Dembele 1-0. Ich wollte gerade sagen, der Gegner hat wieder so ein heftiges Team, aber ist egal. Es ist egal, die Goldkarten gehen auch ab. Ja, das sieht auch wieder gut aus. Usman Dembele direkt mit dem zweiten nach nicht mal 6 Minuten. Läuft wieder super. Sehr schön. Usman Dembele. Schade, fast der Dreierpack. Let's go. Maximin 3-0. Der Gegner hat Bock zu zocken. Okay, er hat doch keinen Bock zu zocken. Er quittet und damit gewinnen wir das erste Spiel und stehen 1-0 in der WL-Quali. Weiter geht's. So, ich stelle jetzt hier Crossplay aus. Einfach R2 drücken, dann Start drücken und dann Crossplay-Einstellungen und dann Crossplay aktiviert auf Nein. Damit kommt ihr dann nur noch gegen PS4 und PS5 Spieler, wenn ihr zum Beispiel auf der PS5 unterwegs seid. Und damit kann ich jetzt leider nicht mehr gegen Leute spielen, die mit Maus und Tastatur zocken. Kappa, wer macht das bitte? Wir gehen rein ins zweite Spiel. Das Team sieht absolut machbar aus, Digga. Einfach Laik, Reuf und Alchaber im Sturm. Was ist das denn? Ja, das war auf jeden Fall beeindruckend, das Tor. GG. Ja, let's go. Ich wollte eigentlich eine Schusstäuschung machen. Depay schießt einfach von alleine. 2-0, Gegner drückt Pause und quittet. Und wir gehen rein ins dritte Spiel. Und wieso zeige ich immer den hier? Ihr guckt die ganze Zeit rein. So, holen wir uns das 3-0 gegen folgenden Gegner. Sieht nice aus. Sieht nice aus. Warte mal, habe ich eigentlich Neymar und Davis auf die Bank genommen oder bin ich eigentlich Knüppelharte? Ah, übrigens spiele ich nur gegen PS5-Leute. Mir ist gerade eingefallen, ich kann ja gar nicht gegen PS4-Leute spielen, aber ist jetzt auch nicht die tollste Info, ne? Jetzt aber. Nkunku, Digga, wenn das kein Elfer ist, weiß ich auch nicht. Kessier, rechts oben in den Winkel. Let's go. Oh mein Gott, danke Gegner. Du bist doch wirklich der Beste. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Er drückt Pause. Der Typ war auch wirklich ein Riesenöler. Aber ich bin noch ein heftigerer Öler. So muss. Let's go. Spiel Nummer 4 gegen Neto im Tor. Wie kommt er denn da drauf? Das restliche Team ist nämlich nur 10 von 10. Junge, Junge, Junge. Die Gegner sind heute wieder verölt bis zum geht nicht mehr. Wirklich. Nein. Boah, ey, wenn er mir noch eins drückt, kann ich hier auch quitten, weil der Typ ist einfach eine Hausnummer zu gut und sein Team ist halt auch viel stärker. Ey, was sind das für Schüsse? Er drückt mir selber die Pause, aber ganz ehrlich, ich gönne ihm den Quit. Weil der Typ hat mich einfach nur rasiert, damit wird es schon mal kein 10-0, meine Freunde. Wir machen weiter. Rolls Royce. Ich will einfach nur mindestens 6 Siege holen. Aber was sind das für Teams? Schönes Ding. Depay. Ah, das ist super gespielt. So Maximin mit dem 1-0. Weiter so. Oh mein Gott, wie frei steht er denn? So schnell ist das Tor auch wieder weg. Saubere Kiste. Nkunku. Bleibt cool und macht das 2-1. Ohne Spaß, ich finde Nkunku so nice. Ich hätte so gerne den Path to Glory auf dem Account, aber der ist halt unbezahlbar. Starkes Ding. Depay. Muss er machen? Alter, was geht bei dem Torhüter? Der war ja genau auf den Hüter. Also wenn der Gegner mir ein Replay gönnt, dann würde ich mir das gerne anschauen. Alles gut. Oh, das ging ja viel zu einfach. Bitte nicht. Es wäre so unverdient. Es ist so unverdient. Komm schon, bitte Nkunku. Enttäusch mich nicht. Natürlich nicht. Weiter geht's. Sehr schön. Nkunku,
Er macht ihn. Let's go. Wir wechseln Neymar und Davis ein. Wenn ich sie auf der Bank habe, nee, habe ich nicht, aber ist auch egal. Der Gegner quittet. Der Beste. Ah, okay. Ich hätte Neymar und Davis doch auf der Bank gehabt. Alles gut. Aber wir brauchen die bis jetzt nicht. Läuft auch so. 4-1. Weiter so. Weiter geht die Fahrt mit diesem Gegner. Ey, die Leute haben so viele World Cup Heroes. Ich bin neidisch. Oh mein Gott, er macht ihn tatsächlich. Das ist hier wieder die ultimative Verschwitzung hier gerade. 35 Minuten. Eieieiei. Ah. Bitte. Oh mein Gott, wie kann der denn daneben gehen? Der hat Feister Weakfoot. Ja. Ah, das ist gut gespielt. Und jetzt will ich hier echt mal den guten Neymar einwechseln für Saint-Maximin. Und Davis testen wir jetzt einfach mal als Linksverteidiger. Yo, Alter, diese Schüsse machen mich heute wirklich fertig. Das ist doch kein Skill. Neymar, schöner Pass auf Depay. Also passtechnisch ist Neymar schon mal besser. Ganz klare Geschichte. Und Nkunku, Alter, ich kann nicht mehr. Sehr schön. Ousmane Dembélé, wichtiges 3-1. 2-Tore-Führung ist wieder am Start. Oh, nee. Och nee, wirklich, wie unnötig und unverdient. Let's go, damit gewinnen wir das nächste Spiel mit 3-2 und stehen 5-1 in der Quali. Ein Sieg noch, dann haben wir zumindest schon mal bessere Rewards. Rein ins nächste Spiel, wir wollen die 6 Siege. Es ist krass, wie viele Leute Schweinsteiger abgeschlossen haben, aber die Karte ist auch eigentlich ganz geil, ne? Boah, der beste Übersteiger meines Lebens. Nein. Oh nein, Mann, ich kann diese Tore nicht mehr ab, wirklich. Ja, wichtig, Ousmane holt uns die Führung zurück. Ja, Nkunku 3-1, wichtiger Treffer. Der Gegner wird hier so rasiert. Komm, Pock, bam, mit dem 4-1. Und da ist er weg, der Gegner. 6-1 in der Quali. Bei 8 Siegen würden wir nochmal bessere Rewards bekommen. Also 2 aus 3. So, nächster Gegner mit Footwiz-Logo. Das heißt nichts Gutes, glaube ich. Ah, Shevchenko. Schauen wir mal. Boah, was ein Schuss. Shevchenko darf man nicht unterschätzen. Oh, nee. Was? Wie kann mein Torhüter den nicht haben, Mann? Digga, also die Schüsse waren so Quatsch. Ich habe alles gesehen. Wir müssen die letzten 2 Spiele gewinnen, wenn wir noch bessere Rewards haben wollen. Wird schwer. Reiner, vorletztes Spiel. Napoli, der Verein. BVB, das Wappen. Ortega im Kasten. Was eine Kombi. Aber auch wieder ein gutes Team natürlich. Ich habe dieses Jahr auch noch nie gesehen, dass jemand in der Quali einen Sieg verschenkt hat. Es ist krass. Let's go. Elfmeter für nix, bin ich ehrlich. Komm, bitte. Rechts oben. Winkel. Er macht ihn. Keine Ahnung, was das schon wieder für ein Gegner ist, aber er ist auf jeden Fall ein richtiger Huh. Let's go. Depay 2-0. Ja, moin. Es war so klar. Boah, das war richtig gut. Direkt die Antwort. Wichtig und richtig, das Ding ist absolut durch. Let's go. Damit stehen wir 7-2 und haben ein Entscheidungsspiel um den 8. Sieg. Okay, let's go. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Bitte nicht direkt das 1-0. Ach man, Jungs, ich bin schon wieder gebrochen. Als ob wir jetzt wieder im letzten Spiel choken. Es ist zu krass. Komm. Let's go, Depay. Anschluss. Wichtig. 2-2. Saint-Maximin. Wir sind wieder drin. Und wenn der jetzt quittet. Okay, alles gut soweit. Aber warum drückt man da direkt wieder Pause, Mann? Let's go. Als ob das kein Abseits war. Gegner drückt Pause. Und wird wahrscheinlich nicht quitten, weil der irgendwie bei jedem Gegentor Pause drückt. Lassen wir ihn mal sein Zeug machen, Alter. Schade. Schönes Ding, Neymar 4-3. Ach, Digga, ich kann nicht mehr. Ja, let's go. Das gleiche Tor nochmal. Gegner drückt wieder Pause. Let's go.
Und da ist doch der Rage Quit. Eben hat er noch bei jedem Tor gejubelt und jetzt jubel ich. Wir holen das Ding 6-4. Wichtig, wirklich wichtig für die Psyche, Männer. Wichtig. Wir holen uns die besseren Rewards und die ziehen wir gleich um 19 Uhr. Davor muss ich noch irgendeine SBC abschließen. Let's go. So, es ist Mittwoch 19 Uhr und es kam wieder kein guter Content. EA ist gerade wirklich finished. Es kam jetzt nur Luke Shaw und Thuram. Die sehen beide ganz okay aus und ja, sind vielleicht nicht so schlecht, aber für mein Team finde ich die beide nicht geil. Deswegen habe ich jetzt auf Twitter gefragt, soll ich Depay Showdown machen oder Morientes World Cup Hero? Und 65% der Leute haben sich für Depay entschieden. Deswegen werde ich den jetzt machen. Ich könnte jetzt auch den Walkout abstoßen, aber ganz ehrlich, ich riskiere jetzt einfach das Ding und schließe den ab und hoffe, dass dann die Niederlande gegen Argentinien gewinnt. Und jetzt knallen wir da den Thiago Silva rein, den wir Duplikat gezogen haben. Und außerdem passt der Depay ja auch gerade super noch in unser Team rein. Also das passt. So, hier ist die SBC. Ich gebe jetzt hier noch Depay rein. Alles in allem tut es ein bisschen weh, die SBC abzuschließen, bin ich komplett ehrlich mit euch. Aber egal, wir werden noch so viel Futter bekommen durch die ganzen Futterpacks. Am Wochenende spielen wir wieder die Weekend League, also alles gut, alles gut. So, hier ist noch die andere SBC von Depay. Da habe ich jetzt noch ein paar 83er reingegeben, musste noch den 84er Thuram kaufen. Ganz ehrlich, sollte die Niederlande gewinnen, dann ist das eine sehr, sehr geile Karte. Ihr wisst jetzt, wenn das Video raus ist, ob die gewonnen haben oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Niederlande gewinnt, ist natürlich nicht so hoch, wie dass Argentinien gewinnt. Aber ich mal mir da gar nicht mal so schlechte Chancen aus für Depay, der jetzt hier gerade im Argentinien-Trikot rausgelaufen gekommen ist. Der mit einem Upgrade, das wäre eine super Sache. Und dann würde ich sagen, packe ich das in den Verein. Und jetzt können wir noch unsere Weekend League Quali Rewards ziehen und noch ein paar andere Packs, die ich noch angespart habe. Oh, im 2-Spieler-Pack ein Walkout. Hugo Lloris, let's go. Da hat es sich doch direkt gelohnt. Das war, glaube ich, sogar von der Depay-SBC, kann es sein. Warte mal kurz. Junge, wie gut ist das denn? Lol, also das ist wirklich eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist so eine Frechheit und hier auch noch ein Walkout. Alter, aus einem 2-Spieler-Pack Depay zu machen, hat sich damit direkt schon gelohnt. Also wir haben die Coins jetzt nicht zurückbekommen oder so, aber schon einige Coins zurückbekommen in einem anderen Sinne, wenn ihr versteht, was ich meine. Überragend, wirklich. So, und das sind jetzt die Rewards von der Weekend League Quali. Da gehen wir direkt rein. Jumbo Premium Goldspieler-Pack. Keine Ahnung, was das ist. Es ist ein 83er, Italien. Rechtsmittelfeld, Berardi, 84er. Hätte ein bisschen besser sein können, oder? Den packe ich, glaube ich, in den Verein. Alle anderen verkaufe ich. Futter ist eigentlich immer ganz nice, im Verein zu haben. Und wenn wir da alles verkaufen, sollten wir eigentlich auch ganz gut Coins machen. So, zwei 25k-Packs. Seltenes Goldpack. Eins ist schon mal nix. Kein 83er oder sonstiges. Ja, schade. Zweites seltenes Goldpack. Die Lampe geht nach oben. England, Rechtsverteidiger. Geh weiter hoch. Schade. Trippier. Da wäre ein Trend natürlich nice gewesen. Aber der nächste 84er für unseren Verein. Futter werde ich jetzt einfach so mitnehmen und speichern. Und dann sieht das ganz nice aus. So, dann haben wir zwei kleine Prime-Goldspieler-Packs. Die können gönnen. Let's go. Nochmal eine World Cup-Story-Karte. Gareth Bale. Let's go, Junge. Was ist das denn? Oh mein Gott. Mittlerweile ist schon das neue Event raus. Ihr wisst, ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich in London bin. Aber wie krass. Es hat sich absolut gelohnt, die Weekend League Quali zu zocken. Der Mann bringt uns so 70.000, 80.000 Münzen, was sehr, sehr stark ist. Würde der bei Real Madrid noch spielen, dann wäre der dreimal so viel wert. Aber das ist ultra nice. Den werde ich safe verkaufen. Die Münzen können wir gut gebrauchen. Damit haben wir Depay quasi kostenlos abgeschlossen, wenn man das so sagen will. Alter Schwede, jetzt sind wir nochmal richtig am Lacken hier. So, zum Abschluss des Videos noch ein Prime-Goldspieler-Pack, ein kleines. Das kann jetzt nicht nochmal gönnen. Es ist wieder ein Walkout. Ist es Oblak? Es ist Oblak. 89er Oblak. Oh mein Gott, wir haben über 100.000 Münzen mit der Weekend League Quali gemacht. Die 80er haben sich anders gelohnt. Das ist unnormal nice. Unnormal nice. Und das ist so ein Rotzpack eigentlich. Wie kann man da was drin ziehen? Wirklich. Ich finde mein Packler gerade selber unverschämt. Es tut mir leid, Leute. Aber das ist übertrieben geil. Jungs, EA, haut die Icon SBCs raus. Haut die Hero SBCs raus. Ich nehme ab sofort alles mit. Alter, wirklich. Die ganzen Karten werde ich dann morgen in der Folge verkaufen und dann werden wir uns ein neues Team bauen. Da habe ich auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst ein Like. Da war eine sehr geile Episode mit dem Pack-Opening am Ende. Und abonniert meinen Kanal, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Hier könnt ihr noch ein aktuelles Video abchecken und wir sehen uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.